Die Gesetze sind verändert worden. Die Gesetze, die mich wahnsinnig geärgert haben. Ich habe ja zweimal geheiratet und habe meinen Namen immer behalten. Ja? Also ich hatte überhaupt nicht darüber nachgedacht, den Namen des Mannes anzunehmen. Das war eine absurde Frage für mich. Ja? Das Namensrecht ist verändert worden. Und was sehe ich aber? Die gesellschaftliche Wirklichkeit hält da nicht mit. Meine Kolleginnen, die jungen Kolleginnen, die geheiratet haben in den letzten 20 Jahren, haben alle den Namen ihres Mannes angenommen. Alle. Nicht einer hat ihren Namen behalten.